Ahnung, wie gut die Audioqualität ist. Aber wir machen jetzt einfach mal einen Rundgang im Außenbereich hier oben. Und wenn ich richtig gut drauf bin, dann überlege ich mir, die Wildwasserbahn auch noch runterzuholen. Naja, ne. Der Anfang ist ja gleich hier hinten. Mal gucken. Eigentlich wird mit der 360 Grad Kamera nicht da runter, aber vielleicht wird es ganz cool. Da ist der Anfang. Und das Problem ist, wenn man da dicht rankommt, dann wird man sofort runtergerissen. Es ist nicht einfach so, ich gehe da mal eben ran, sondern wenn man da echt zu nahe kommt, dann geht es zack ab. Hier merkt man schon, wie man rübergezogen wird. Auf jeden Fall hat die 360 Cam den Härtetest bestanden. Für eine Billig-Cam hat sie eigentlich gut durchgehalten. So, jetzt wieder zurück zu den Schnuffels.